Hallo. Was haben wir? Clara Schumann, 35 Jahre. Sie hat den Verdacht und ich muss noch mal von vorne anfangen. Da bist du ja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wir waren verabredet. Ich sollte dich heute Morgen abholen. Also wenn du schon nicht an dein Handy gehst, solltest du wenigstens hin und wieder deine Mailbox abhören. Willkommen zurück, Dr. Peters. Dr. Peters. Wer hat hier ein Herz? Brenner, wo bleiben Sie? Alles wird gut. Holen Sie einen Rollstuhl. Bauen Sie den Rollstuhl! Was ist denn das? Das ist eine Einladung zur Präsentation von 3D-Drucktechnik. Sarah, das ist Werbung. Roland, man experimentiert bereits mit künstlichen Organen, die aus dem 3D-Drucker kommen. Bitte nochmal machen? Ja, das würde ich gerne nochmal machen. Der 3D... Das gibt es doch nicht! Ich gehe nochmal zurück, Entschuldigung! Unglaublich. Du bist zu früh. Man hat mich geschickt. Unglaublich. Dr. Hoffmann, darf ich Ihnen kurz unseren Oberarzt Dr. Stein vorstellen? Das ist unser neuer Chefarzt, Dr. Hoffmann. Freut mich. Gleichfalls. Ich habe ein paar Veröffentlichungen von Ihnen gelesen. Zurzeit verbringt Dr. Stein ja eher seine... Erlebt! Kommt noch. Zurzeit erlebt Dr. Stein ja eher seine... Ja? Ich komme über diesen Satz nicht drüber. Freut mich. Ich habe ein paar Veröffentlichungen von Ihnen gelesen. Sarah, wann reden wir mal über dieses Bioprinting? Lass mich doch mit dieser Kacke in Ruhe. Dass Chefärzte andauernd im OP stehen müssen, das glauben aber auch nur Chefärzte. Wir haben genug gute Chirurgen. Aber Schaden tut's nicht. Hallo, Schule zu stick, du mir eine leichter. Ups. Sehr laut in der Klinik. Scheiße, jetzt habe ich einen Hänger, weil ich hier irritiert war. Das war mir klar, dass das passiert. OP2 ist belegt? Ja, von uns. Nee. Ist das der OP-Plan? Ich bin raus! Sie haben hier fachlich hervorragende Chirurgen. Das stimmt. Auch wenn die Uhr von der Wand fällt. Eindeutig eine akute Appendizitis. Antibiotikum hilft da nicht. Durch das Methamphetamin traten die typischen Schmerzen nur sporadisch auf. Wie lange nimmt der Junge die Droge schon? Laut eigener Aussage einige Wochen. Ich würde eine sofortige laparoskopische Appendektomie durchführen. Allerdings verweigert Herr Westphal den Eingriff. Also wirklich, komm, das ist manchmal Durchführung, Eingriff. Weichteilverletzungen und Schwellung. Versuchen Sie mal eine Hand zu machen. Eine Faust. Ja. Entschuldigung, Schwester, darf ich kurz? Danke. Das ist ein Computer für Vierjährige. Dort können Sie auch kleine Atomraketen bauen und Hühner in die Luft sprengen. Was war das jetzt? Herr Riedler, wenn Sie auf eigenen Wunsch gehen wollen, müssen Sie mir das... Gar nichts muss ich. Was ist denn passiert? Keine Ahnung, der ist plötzlich ausgerastet. Scheiße. Kammer flimmern. Laden auf 200. Intubieren Sie schnell. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ton ab! Und bitte!
Frau Esser? Frau Esser? Frau Esser? Tod ist tot. Kann ich noch warten? Herr Hartwig, wir waren bereit, für Sie die OP so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, damit Sie tun können, woran Sie glauben, tun zu müssen. Was? Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind. Aber jede weitere Minute, die wir warten, erhöht das... Boah, was ist denn los? Es tut mir leid. Ich glaube, ich gehe nach Hause.